Audio Now. Er hat halt gesagt, dass jetzt soweit alles in Ordnung ist. Ich werde ja nicht oft interviewt, weil ich das eigentlich nicht so mag. Jetzt mal ganz ehrlich, was sagt ihr denn dazu, wenn ihr bis 69 arbeiten müsstet? Kein Ende. Ich kann ja auch lieb. Du, 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 du. Kai-Uwe wurde vom Tierarzt als geheilt entlassen. Er hat halt gesagt, dass jetzt soweit alles in Ordnung ist. Er hat noch eine ganz kleine Zyste da, also in der Nähe von der Prostata. Aber das ist okay, sagte der Doc, weil da natürlich eine Zyste mit 2,5 Zentimeter Durchmesser mit Eider gefüllt war. Und dann ist klar, dass wenn sich da zurückbildet, dass da noch was ist. Wir werden das natürlich trotzdem im Auge behalten. Ende des Jahres bekommt Kai-Uwe ja wieder einen Klötenkleinmacher. Und ja, finde ich gut, ne? Habe ich richtig Bock drauf. Finde ich klasse und ich freue mich. Und danke nochmal an alle, die so mitgefiebert haben. Finde ich toll von euch. Danke dafür. Der Mensch der Woche. Also heute sitzt ein ganz besonderer Mensch neben mir, der mich schon eigentlich fast mein ganzes Leben begleitet, der einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben ist und den ich heute mal interviewen möchte. Und das ist mein Mann. Hallo. Hallo. Wie geht es dir denn? Ja, ich komischerweise, du musst das ein bisschen mehr zu mir halten. Ach so. Weil wenn ich rede, muss ich das ja hingehalten haben. Ne? Eigentlich, ja, ich bin nervös, weil ich werde ja nicht oft interviewt, weil ich das eigentlich nicht so mag. Ach nee? Nee. Und ja, jetzt interviewst du mich, ne? Ja, hast du mich ja eigentlich drum gebeten, ne? Du wolltest ja auch mal interviewt werden. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich wollte doch nicht interviewt werden. Nein, können wir das bitte rausschneiden? Warum bist du so zu mir? Das ist die Wahrheit und ich lüge nicht. Boah, du bist ein... Boah, wenn ihr die sehen würdet, der ist die Brille kaputt gegangen, weißt du, die hängt jetzt hier auf 8:30. Nee, nee, die kannst du nicht mehr. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Ja, ja, dann leg ich doch mal, du hast ein paar Fragen oder was? Ja, ich möchte gerne mal wissen, oder nicht nur ich, sondern auch die Zuhörer, Zuschauer wollte ich gerade sagen, wie warst du denn im Kindergarten? Ja, also vor dem Kindergarten kam ich ja erstmal zur Welt. Und das war ja schon eine heikle Geschichte, weil erst wollte ich nicht, dann bin ich zu früh gekommen. Ich bin ja hier wirklich, wo wir jetzt wohnen, bin ich ja wirklich geboren, auf der Couch. Also du bist du warst drüber, deine Mutter war mit dir drüber, genau. Über den Geburtstermin und dann hat sie es aber nicht mehr ins Krankenhaus geschafft. Genau, richtig. Dann bin ich einfach losmarschiert. Und ich habe ja bei der Geburt, ich war 56 Zentimeter groß und habe 5 Kilo gewogen. Ich habe ja alles zerstört. Ne? Also ich war ja wirklich ein Riesentyp. Das war ja schon, und die Couch, diese rote Couch, wo ich drauf geboren wurde, die kannte ich ja noch. Da haben wir ja nachher noch, die haben wir etliche Jahre noch gehabt. Und das ist für mich ja irgendwo lustig, ne? Die arme Mutter, aber ne, ohne PDA, ohne alles. Ohne also, alles, 5 Kilo. Die Hebamme kam dann noch rechtzeitig. Hebamme kam ne? noch so eben rechtzeitig, aber da war schon, der Schädel ein Stück draußen. Und ich habe ja bei der Geburt, das ist ja das Lustige, das hat meine Mama dir ja auch erzählt, ich habe ja richtig lange Haare gehabt. Ja, das stimmt. Ich war ja mit 3 Monaten tatsächlich das erste Mal beim Friseur. Da konnte ich schon eine ordentliche Frisur haben. Und ich denke mal, weil ich da schon so viele Haare hatte, darum habe ich jetzt auch keine mehr. Ja, deine Mama hat mir dann auch erzählt, dass sie dir schon Spangen in die Haare machen musste, weil die sonst immer im Gesicht hingen. Ne? Das ist der Hammer, ne? Oder? Das hätte ich gerne gesehen. Schade, es gibt keine Fotos davon. Nee, leider nicht. Aber das muss heftig gewesen sein. Ja, Kindergarten, um auf deine Frage zurückzukommen, war ich ja nicht. Weil ich fand das doof, weil wir haben ja hier eine super Clique gehabt. Ne? Wir waren ja wirklich ganz viele Jungs. Wir waren aber auch dann alle nicht im Kindergarten. Und zu der Zeit, wo es darum ging, dass ich hätte im Kindergarten gemusst, haben die hier hinten diese Abfahrt gebaut. Mhm. Und dann sind wir immer mit den Arbeitern, sind wir immer im LKW. Das wäre heute gar nicht mehr vorstellbar, dass überhaupt ein Kind da mitfahren darf, sicherheitstechnisch. Fall, ja. Und heute hat man ja Angst, da hat man ja vor jedem Fremden irgendwo Angst, ja oft auch leider zurecht. Ja. Ne? Ja. Und da sind wir halt immer damit zur Baustelle gefahren und wir sind immer unheimlich gerne mit einem Speziellen gefahren, der hat immer Bonbons. Und der Thomas,
hier unten von der Straße, nicht der Thomas Bucher, sondern der Thomas Lissen. Das war so einer meiner besten Freunde damals. Und wieder die Kaffeemaschine, ist unglaublich. Aber ich habe den Ding unten raus. Und wir haben dann eben die Bonbons immer geklaut. Aber der wusste das, aber das fand der lustig. Und das war schön. Ja, und als es dann hieß, ich muss in den Kindergarten, ja, da bin ich halt hingegangen und habe mitbekommen, wenn man in die Hose macht, muss man nicht mehr in den Kindergarten. Dann habe ich mich hingesetzt und habe mir immer in die Buchs geschissen. Boah, nee. Ja, aber anders wusste ich mir halt nicht zu helfen. Was sollte ich denn machen? Aber du warst als Kind schon scheiße, ne? Ich war als Kind schon richtig scheiße. Ja, aber man muss sich ja zu helfen wissen. Ja, ja, hätte ich das gemacht, ich hätte es aber gekriegt. Ich wäre freiwillig im Kindergarten. Ach du, ich habe auch Ärger gekriegt, alles, aber das war mir scheißegal. Ich habe die Konsequenz getragen. Ich hatte als Kind ja auch unheimliche Angst, nach oben zu gehen. Weil wir haben ja früher, wir haben ja hier, Nicole und ich haben ja hier den Bauernhof abgerissen und das war ja immer schon ein sehr alter Kotten hier. Und ich musste oben schlafen. Und das war sehr, sehr weit weg von meinen Eltern. Und meine Schwester hat mich als Kind mal einen Horrorfilm sehen lassen. Und da habe ich ein halbes Jahr von geträumt. Und seitdem hatte ich echt, bis ich, ja, ich sag mal, 11, 12 wurde, Angst im Dunkeln. Und ich hatte wirklich selbst als junger Mann teilweise noch Unbehagen im Dunkeln, was ich mittlerweile gelegt habe. Das war aber auch gruselig, ne? Das war wirklich eine gruselige Nummer, ne? Durch so einen langen Flur die Treppe dann hoch. Also das war wirklich weit weg von den anderen Räumlichkeiten. Ja, stimmt. Und da hätte ich auch Angst gehabt alleine, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wenn du da ganz alleine liegst, oder? Und alles so dunkel tapeziert und so schummriges Licht. Ja, so fies, ne? Ja, das war auch wie so ein Horrorfilm, ne? Ja, ja, also das war echt eine fiese Kulisse. Und da habe ich auch immer geklopft dann, weil ich angeblich immer was musste. Ja, und irgendwann ist meinem Vater halt der Geduldsfaden gerissen und dann habe ich den Arsch versohlt gekriegt. Ja, aber der war kaum unten, ich habe wieder geklopft. Also ich war ja damals schon jemand, der immer sehr, sehr gedrückt hat, der sehr, sehr seine Meinung vertreten hat. Und mir war damals auch schon egal, wie viel Gegenwind ich kriege oder wie viel Arsch voll ich kriege. Ja. Das war mir Latte, ne? Wahnsinn, ne? Ja, ist so, ne? Und so, was gibt es sonst noch aus deiner Kindheit so Gutes zu erzählen? Ja, ach, da sind so Geschichten. Wir haben halt super gerne, wir brauchten nur einen Fußball. Also meine Jungs und ich, wir brauchten echt nur einen Fußball. Mehr brauchten wir nicht. Wir sind raus und ich war den ganzen Tag draußen. Ich habe manchmal Mittagessen vergessen. Da kann ich doch noch, sicher kann ich da jetzt. Ich habe manchmal in eine Buchse geschissen, weil ich einfach nicht nach Hause wollte und weil wir am Spielen waren. Und, deine und, Eltern hatten es nicht leicht mit dir, ne? Also, wenn ich das nee, höre und so drüber nachdenke, also. Aber ich war ein liebes Kind. Nicht. Nein, doch, ich war zu meinen Eltern respektvoll und lieb. Ich habe meine Eltern schon respektiert. Ich habe da echt nie viel Widerworte gegeben, weil dann habe ich von meinem Vater auch direkt Aschka mit Canula gekriegt. Ne? Du hast deinen Willen halt anders durchgesetzt. Ich habe meinen Willen halt durch Eigenverstümmelung meiner Unterhose habe ich halt durchgesetzt, ne? Also das, ja, Buchse scheißen war echt ein Druckmittel von mir, ne? Aber ich fand das, glaube ich, auch nice, so warm am Hintern und so. Das war dann vielleicht irgendwie schon ganz cool für mich, ne? Hammer. Ja, und ich habe ja gedacht, dass ich das mit der Schule auch so machen kann. Ja, wie war die Schulzeit für dich so? Die Schulzeit war... Da hast du aber nicht mehr in die Hose gemacht. Da habe ich nicht mehr in die Hose gemacht, aber da habe ich gesagt, kann ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht. Und dann, wo ich eingeschult wurde, und dann... musste ich echt einen Idiotentest machen, ob ich einen an der Mütze habe. Hast du dann wirklich so von dir aus schon gemacht, so das will ich nicht und ja, das kann ich nicht? Ja, mache ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Ja, ich wollte lieber spielen. Ich habe mir gedacht, ja, Kindergarten hat geklappt, warum geht Schule geht doch auch. Ja. Okay. Na, ich hatte keine Lust, da irgendwo eingeschränkt zu sein und so. Und in meinem Ego-Sein habe ich gedacht, ja, oh, da hör mal, das eine habe ich durchgezwiebelt, dann zwiebelst du das jetzt auch durch. Muss ne? ich nicht zur Schule gehen. Ja. Und dann habe ich einen Idiotentest gemacht. Und ich weiß noch, an den Morgen, wo ich runtergekommen bin, wo es zum Idiotentest ging, ich weiß das als wäre es gestern. Da hat meine Mutter gesessen und hat gesagt, hör mal, hier der Stefan, der Markus, der Hartmut, alle gehen jetzt zur Schule. Und du, wenn du das jetzt nicht bestehst, vielleicht ein Jahr oder so später, aber dann bist du hier auch der Doofe, ne? Dann bist du der Doof hier von der Siedlung, ne? Mhm. Dann habe ich die angeguckt und habe gedacht, oh Scheiße, der Doof willst du ja jetzt auch nicht unbedingt sein. Ja, okay, komm, ist ja nicht so lange, gehst du da rein. Und das Geile ist, dass dann natürlich mit Bravour bestanden. Und meine Mutter hatte damals ja eine Mofa. Und die hat mich dann mit der Mofa am Anfang immer zur Schule gefahren. Dann hatte ich immer so eine Taucherbrille auf. Kannst du dir halt vorstellen, da war ja noch keine Helmpflicht. Meine Mutter hatte so eine kleine Taucher. So eine
Du hast so eine richtig fette Taucherbrille. Ich habe so eine große Taucherbrille aufgehabt und damit hat die mich dann immer zu Splümmelmütze auf, Taucherbrille und dann hat die mich zur Schule gefahren. Und das sah so bescheuert aus. Da hatte ich hinten diesen Kindersitz drauf auf so einer, meine Mutter hatte damals eine Zündapp und mein Vater hat sich immer geärgert, der hat seine Mofas. Mein Vater hat ja nie einen Führerschein gemacht, weil er hat gesagt, ich trinke mir gerne mal einen über den Durst. Und wenn ich den Führerschein mache, ist er eh schneller wieder weg, als er da ist. Und dann, der hat seine Mofas immer frisiert und von meiner Mutter, irgendwann hat mit dem Ding nicht gestimmt. Das Ding ist schnell gewesen, ne? Das war so geil. Da habe ich übrigens mit 8 oder 9 bin ich da das erste Mal drauf gefahren. Weil da war eine Automatik, das war keine Schalter wie mein Vaters. Und die konnte ich dann mit 8, 9 schon fahren. Also du bist nicht selbst zur Schule damit gefahren? Nein, zur Schule, nee, durfte ich nicht. Da habe ich Ärger gekriegt. Aber ich bin mit 13 das erste Mal Auto gefahren. Das war dann ganz cool. Mutters damals R5 hatte die zu der Zeit. Weil die hat dann nachher Führerschein gemacht, damit wenigstens einer mal hier ein Auto hat, ne? Aber war schon lustig. Ja, und dann bin ich halt, dann ging das halt so los. So. Dann war die Schule halt da. Und bist du denn gerne zur Schule gegangen? Nachher? Nee. Nee, gar nicht? Nee. Hat dir gar keinen Spaß gemacht? Nee, also nee, so irgendwie, ich fand das doof. Heute denke ich da anders drüber. Aber ich fand das doof, dass man da was vorgesetzt bekommt. Und ich habe auch oft nicht verstanden, warum muss ich das eigentlich machen? Weil wozu brauche ich das zum Leben? Mhm. Weil Satz des Pythagoras und diese ganze Scheiße und Bruchrechnen. Ich mache kaum was mit Bruchrechnen und so, weißt du? Und das ist so eine Sache, nee. Also Schule so, das war immer, ich war ein mittelmäßiger Schüler. Ich war mal eine Zeit lang richtig gut, wo ich mich angestrengt habe, aber dann kamen wieder Mädels im Spiel und dann war eh wieder vorbei. Und nee, das war nichts. Apropos Mädels, wann fing das denn bei dir da an? In der Schule direkt schon. Ich fand von der ersten bis zur 4. Klasse fand ich ein Mädel ganz cool. Die fand ich unheimlich toll, die war auch sehr, sehr sportlich, die war sehr, sehr fit und da habe ich gedacht, boah, das ist ein tolles Mädel, ne? Und dann nachher auf der Hauptschule fand ich halt mehrere so ganz nice, ne? Da war dann so, boah, da hast du da mal geguckt, dann hast du auch mal eine Freundin gehabt, da hast du mal einen Kussi und dies und das und so. Meine erste Freundin, die war aber nicht von unserer Schule, die war von der anderen, das war so meine erste richtige Freundin, wo ich dann auch mal länger als 2 Wochen dann mit verbracht habe. Ne? Also länger hat es nicht gedauert bei den anderen? Nee, ich war immer so ein Flattermax. Ich war ja immer so, du bist ja, ich glaube, ich habe mein Leben, jetzt ohne Scheiß, das hört sich jetzt scheißkitschig an, aber ich glaube, ich habe mein Leben lang auf dich gewartet. Irgendwie war das so für mich so, ich fand die dann immer toll, die wurden aber alle so schnell langweilig, weißt du, ja. Dann war das so. Pff. Da habe ich ja Glück gehabt, ne? Ja, das ist so lange mit mir aus. Der eine sagt so, der andere sagt so, ne? Ja. Komm, Kussi. Na, also, nee, ist schon ganz witzig. Nee, Mädels war halt früher immer ein Thema, ne? Soll ich dich kennen? Eigentlich nicht mehr. Und hattest du denn vorher auch Mädels mit nach Hause gebracht dann? Zu deinen Eltern? Ja, das hat ja nie so lange gedauert, ne? Ich hab also hat sie ein oder zweimal waren Mädel hier so, aber das war nie so. Ich wollte die meinen Eltern auch nie vorstellen. So. Das war nicht. Nö. Ich war halt zu der Zeit auch noch viel lieber mit den Jungs unterwegs und so. Das hat mir halt mehr Spaß gemacht, weißt du? Ja, so ist das, ne? Ja, und mit deinen Eltern hast du dich aber immer eigentlich gut verstanden, oder? Mit meinen Eltern war immer super. Mit meinem Papa war am Anfang ja, dadurch, dass er sich gerne mal eingeschnasselt hat, war das ein bisschen schwieriger. Wir kamen ja, da komme ich später zu, wir wurden sehr, sehr dicker, als wir zusammen trainiert haben. Mhm. Da wurden wir sehr, sehr dicke miteinander. Als du das Alter hattest, wo dein Vater... Wo mein Vater war, so mit mir anfangen konnte. Weil mein Papa war ja vom alten Schlag. Das war eh ein Typ, das war ein harter Brocken früher. Mhm. Weil das war ja wirklich einer, der konnte austeilen und der war auch wer. Und ich war halt so ein, bis ich 14 war, so ein mega kleiner, schmächtiger Typ. Und ich glaube, das war auch nicht so seine Vorstellung. Mhm. Ich war da halt sehr, sehr viel mit Mama. Mama war mir da sehr, sehr nah. Das war eine wichtige Person in meinem Leben. Die blieb es nachher auch noch, obwohl Papa dann auch mehr in mein Leben getreten ist. Aber Mama war, boah,
Ja, sie war jeden Tag mit dir zusammen. Alter, und das Hause, war... Die hat sich um dich gekümmert, hat dir geholfen, hat dir die Hausaufgaben gemacht. Ja, ja. Ja, ja, da musstest du, ja, stimmt. Also ja, aber die hat nur geschrieben, ich musste selber rechnen und die hat geschrieben, weil ich war ja recht faul. Und meine Mutter hat da gesagt, ja komm, dann mache ich die Hausaufgaben, weil ich die nie gemacht habe. Und dann hat sie immer, sie hat dann halt geschrieben und ich musste aber rechnen wenigstens und so. Ich hatte eine tolle Mama, ohne Scheiße. Und meine Mutter hat dieses alte G geschrieben. Das ist ja wie so ein E und dann geht das so runter. Und in der Schule habe ich dann das neue G geschrieben. Also nach der normalen Schrift. Und dann meinte die Lehrerin irgendwann mal, hör mal, zu Hause schreibst du das immer anders. Wie kann das? Da habe ich gesagt, ja, weil meine Mutter das alte G schreibt und damit sie sich freut, wenn sie meine Hausaufgaben kontrolliert, schreibe ich das so. Weil ich war damals schon so abgewichst. Ne? Also das war so, also und das war so, so schön. In der fünften Klasse habe ich ein Gedicht auswendig lernen müssen. Und jeder, der mich kennt, weiß, auswendig lernen ist für mich, als wenn sie mit einem Halbharten im Puff rennst und sagst, ich hau jetzt hier alle weg. Also das funktioniert irgendwo nicht. Und es ist so, aber ich habe mit meiner Mutter das gelernt, dass sie es ja nachher auch konnte. Und wir haben es ja dann, solange wie meine Mutter gelebt hat, ja auch immer vorgetragen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich kann das noch, pass auf, ich werde das jetzt zum allerletzten Mal in meinem Leben erzählen. Weil ich habe das 2-3 Mal ja schon noch erzählt, aber das ist so ein Ding, das ist zwischen Mama und mir. Aber nochmal so als Hommage an meine Mama. Und zwar geht das Jänner von Josef Weinheber. Das Jahr geht an mit weißer Pracht, 3 König stapfen durch die Nacht. Das Rehlein scharrt den harten Grund, klar ziehen die Sterne in ernster Rund. Der Weg verweht das Haus so still, der Bauer liest in der Postill. Der Ofen singt, die Stund vergeht, nur sagt, wir kommen nie zu spät. Um Fabian Sebastian hebt neu der Baum zu Saften an und an den Tag von Pauls Bekehr ist halb der Winter hin und her. Und liebe Leute zu Hause oder wo ihr gerade seid, so ein kleiner Applaus wäre jetzt geil, denn danke Schatzi. Denn das war ein Gedicht, das habe ich echt so reingeprügelt. Und meine Mutter und ich, wir konnten das nachher auswendig. Und ja, wir haben es immer erzählt. Ne? Da hast du ja wahrscheinlich auch eine 1 für bekommen. Oder? Da habe ich eine 1 für bekommen, weil ich das auch von der Betonung, ich habe das jetzt mal schneller gemacht, aber ich habe das dann natürlich auch betont, als gibt es kein Morgen. Ja, ne? Auch die Gestik von dir. Ja. Das machst du immer noch. Mache ich immer noch. Ne? Immer das noch ist so, drin, ja. Ich habe es immer noch drauf, nur ich mag es irgendwo nicht mehr, eigentlich nicht mehr sagen, weil ich dann zu viel an meine Mutter erinnert werde und durch ihre Alzheimer-Erkrankung hat sie halt kein schönes Ende gehabt und das tut mir dann halt immer weh. Ja, ist ganz normal. Ne? Ja. Du hast noch irgendwas mit deinem 10-jährigen Geburtstag. Ja, 10-jähriger Geburtstag war auch so toll, man wurde zweistellig und ich habe mir damals durfte man als Kind ja noch mit einer Pistole spielen, man durfte noch Räuber und Gendarm sein, man durfte noch Cowboy und Indianer sein, heute darfst du ja gar nichts mehr, heute darfst du ja nur noch eine Amöbe in der Ader der Langeweile sein, ne, da darfst du ja echt nur noch mainstreamig sein und was weiß ich nicht, aber wir waren halt noch Cowboy und Indianer, wir haben halt noch einen Zigeunerschnitzel gegessen, obwohl meine Mutter Zigeunerin war, fand die auch nicht so schlimm. Und da hat sich ja früher gar keiner einen Kopf gemacht. Ja, das ist er, worüber sich heute alles, wo man heute die Zeit so hat, um sich einen Kopf drüber zu machen, ist schon brutal. Ist schon, ne? Hart, ja. Ich finde das so albern manche teilweise. Leute sitzen, ne? Auch wirklich zu Hause und warten, dass sie irgendwo ihren Senf dazugeben können. Ne? Und ich habe da ein Gewehr bekommen. Und zwar so ein aus Plastik natürlich, eine Winchester. Wow. Weil damals war ja auch Winnetou und so ein großes Thema, ne? Und da habe ich dann so eine Winchester bekommen. Und ich weiß, boah, ey, wie gestern. Wir hatten eine Eckbank in der Küche und da saß ich da mit dieser Winchester. Boah, ich war so stolz, ne? Boah, ich war so stolz. Weihnachten wurde ja eh auch immer so zelebriert, ne? Ja. Weihnachten war immer, wir hatten ja von der Küche zur Stube hin keine Tür. Das war ja so ein Durchbruch. Und da haben meine Eltern dann extra immer einen Vorhang hingemacht. Weil wir hatten ja, guck mal, wir hatten ja Kohleofen. Kennst du, ne? Ja, ja. Kenn ich auch. Guck mal, wir hatten ja Kohleofen und ich muss mal eben einen Schluck Kaffee trinken. Wir hatten ja einen Kohleofen und damit das wärmer ist, hatte man da dann auch einen Vorhang. Und da war dann der Weihnachtsmann und hat die Geschenke gebracht und das wurde immer so,
Aber das wurde so unheimlich liebevoll und so toll zelebriert, ne? Also, das war so spannend früher, ne? Ja, so, wenn du dann, boah, ich weiß noch, bei meiner Oma, da war dann auch immer das Christkind, weißt du, und dann war die Tür zu und dann war dann Geraschel drin und dann haben sie alle erzählt, das ist das Christkind, ja, jetzt, ne? Und so, das ist der Hammer, ja, ne? Dass man, schön. Dass man, da habe ich mir immer gedacht, bei den Erwachsenen, ey, wie nehmen die Weihnachten wahr? Wie, die sitzen dann nur doof rum, anstatt die sich freuen, dass das Christkind kommt, und das war Wahnsinn, ne? Vom, ja, Knecht Ruprecht hatte ich Angst. War der denn mal da? Der war jedes Jahr. Der Typ war jedes Jahr. Aber ich habe immer noch die Kurve gekriegt. Ne? Okay. Boah, und ich weiß noch, wir hatten einen Nachbarn hier, der hat immer viel Knoblauch gegessen und Schnaps getrunken. Boah, und der hat dann mal den Nikolaus gemacht, da musste man dann zu dem hin, boah, da wollte ich echt lieber mit Knecht Ruprecht gehen. Der hat gestunken, ey, alter Schwede. Ey. Ja, war halt, ne? Ja. Ja, und dann kam ja irgendwann die Mofa-Zeit. Ich habe ja sehr früh schon mit der Mofa angefangen, weil hier in der Ecke, da war... Da das war früher halt, eigentlich so, ne? Ja, da die, konntest du auch auf dem Mofa ohne Führerschein. Ja, ja, sowas, ne? Genau, genau. Aber genau. Mit wie vielen Jahren hast du deine erste Mofa bekommen? Aber, genau da, wo ich 15 war. Ja? Da habe ich eine Prima 5S, war das damals. Und da habe ich dann direkt, da hat man dann den Tank abgebaut, da hat man den direkt verchromt. Da war so, die war blau und dann war oben so ein blauer Strich drauf, ne? Mhm. Blaue Farbe, und das hat man dann runtergebeizt. Dann war der komplett aus Chrom und so, ne? Dann habe ich die hinten andere Stoßdämpfer direkt rein. Ich habe die direkt umgebaut und direkt frisiert. Und ich weiß noch, ich habe mit Stefan Preis damals, habe ich einen Kolben gefenstert. Man fenstert einen Kolben, damit der schneller den Druck aus der Kammer rauslässt. Damit du schneller wieder, wenn ja, okay, keine Ahnung. Ja, ja, okay. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall wird die damit schneller. Und da kam meine Mutter rein und guckte, fängst du jetzt an wie dein Alter? Ich so, was denn? Macht ihr die Mofas schneller? Ich so, nein, Mama, guck mal, der Kolben hier oben drauf ist dreckig. Natürlich ist der da dreckig, weil der das ansetzt. Das muss, aber das darfst du nicht runter machen. Und ich habe eine andere Düse reingemacht, damit mehr Sprit. Okay, brauche ich den hier klein. Und damit das schneller abgeht. Und deshalb machen wir die nur den Kolben sauber. Ach so, ja, dann mach mal weiter, Schatz. Ne? Wenn das bei mir auch mal gewesen wäre, wenn du so alt gewesen wärst, hättest du bei mir auch machen können. Weil er hat ja schon Auto gefahren. Ach, richtig lustig, ne? Und ja, dann habe ich daran rumgeschraubt. Und dann wollte ich irgendwann eine Malaguti Ronco haben. Mhm. Viergang-Fußschaltung, die habe ich dann bekommen, und da habe ich dann ein Kit draufgebaut, und das Ding ist über 100 gefahren. Also das war der Wahnsinn. Und das war auch die Zeit, wo ich dann mit dem Bodybuilding angefangen habe. Und ja, ich war ja dann mit, da hast du mich ja dann noch kennengelernt, mit 16 war ich ja schon echt ein Bulle. Ja, das stimmt. Ne, da habe ich 84 Kilo ziemlich trocken gewogen, und da fing dann die Zeit mit meinem Papa an, dass wir uns sehr, sehr nahe gekommen sind. Ihr seid denn immer zusammen trainieren? Wir sind zusammen trainieren gegangen. Erst fand er natürlich Bodybuilding völlig scheiße. Die haben ja eh nichts drauf. Dann war der einmal mit trainieren. Und dann bin ich wirklich mit meinem Papa zusammen trainieren gegangen. Und da haben wir echt auch eine ganz tolle, enge Zeit verlebt. Wir waren echt, und da ist mein Vater. Boah, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Lauer. Das macht dich immer sehr traurig, ne? Da ist mein Vater halt auch zu meinem besten Freund geworden. Da hatte ich nicht nur eine beste Freundin und eine Vertraute mit meiner Mama, sondern auch mein Papa. Sie habt euch alle gut verstanden eigentlich. Boah, ob da meine Schwester ist, ob das... Eine super Familie gewesen. Ja, das ist so. Der Zusammenhalt war hier halt immer sehr, sehr hoch. Wir wussten halt sehr, sehr früh schon, wir haben uns. Ja, ja, das stimmt. Das und dann, ich auch direkt gemerkt. Ja, das ist ja, du wirst ja auch direkt, du bist ja direkt Familienmitglied von der ersten Sekunde an. Ja, ne? Ja, ja, Familie ist uns halt wichtig, weil mein Papa hatte eine furchtbar harte Kindheit. Denn sein Vater ist ja sehr früh, er ist ja im Krieg gestorben. Die Mutter ist recht früh gestorben. Und der Opa war ein sehr, sehr strenger Mensch. War sehr schlecht zu meinem Vater. Darum wusste mein Vater sich halt manchmal auch nicht zu helfen. Bei mir mit der Erziehung wusste er dann auch nicht weiter. Und was ich aber nachher erst verstanden habe, ne? Weil, ja, weil in dem Moment versteht man das natürlich nicht. Ne? Und ja, war eine tolle Zeit. Das war, da waren wir uns wirklich sehr, also wir waren uns da ab da immer nah, aber das war so, wir sind fünfmal die Woche ja trainieren gegangen und haben da echt auch Spaß dran gehabt. Ne? Ja, und dann habe ich angefangen, auch ein bisschen Billard zu spielen beim Verein, und dann kamen so die Interessen, und dann, boah, ich weiß noch, dann fing die Lehre an. Und ich habe ja Betriebsschlosser gelernt.
Und da war, das habe ich letztens noch bei einer Messe erzählt, das war so lustig, mit ein paar Azubis da, wir mussten ja feilen, wir haben so einen U-Stahl gefeilen müssen und dann hatte jeder von uns, hatte wirklich in der Hand, hatte der so Schwielen, so richtige Blasen und so, ne? Und dann habe ich jeden Morgen um 5 Uhr hat der Wecker geklingelt, dann bin ich hoch und dann habe ich auf meine Hände geguckt und habe mir nur gedacht, und das ist jetzt dein Leben, was soll der Rest deines Lebens sein? Boah, so heftig, ne? Ja, wenn du eine Blase, eine leere Kiste, ja, Körperverletzung. Ja, genau. Ja, ist ja so. So heftig. Und ich weiß noch, ich hatte ja in der Lehre, war ich ja auch so ein schräger Vogel und ein Ausbilder von mir, den ich so schätze und so mochte, der Herr Paschkowski, der hat immer gesagt, Steves, nimm mal Helm ab und lauf mal vor Heizung, vielleicht lockert sich was. Und ich habe da ja auch immer so eine Scheiße gebaut. Wir waren 24 Leute, hatten aber 50 Pfeilplätze und ich war ganz oft auf Platz 47 oder so, ganz alleine, weil ich wieder mit dem Nachbarn zu viel gequatscht habe, wieder Scheiße gebaut habe. Und du musstest wahrscheinlich immer die Werkstatt. Ich musste die Werkstatt fegen mit Andreas Philipsen zusammen. Ja. Wir beide mussten immer die Werkstatt fegen und tun und machen. Aber es war eine geile Schweißerzeit bei mit Otto, mit dem haben wir ja immer noch Kontakt. Und das ist so. Otto war damals halt auch schon mein Ausbilder und dann bin ich unter Tage gekommen, da war mein Papa auch teilweise mein Ausbilder und ach, das war eine tolle Zeit. Ich muss schon feststellen, du warst ja nicht einfach, aber irgendwie wusste jeder mit dir klarzukommen irgendwie, ne? Du hast nie irgendwie großartig Schwierigkeiten gehabt. Nein. So, dass du irgendwo rausgeschmissen worden bist. Nein. Oder sonst irgendwas. Nein. Die haben sich eigentlich, du bist ja eigentlich dann auch so, du bist zwar so, aber du bist ja auch ein nettes Kerlchen gewesen, ne? Ich bin, bist du heute noch. Danke, Schatzi. Bitte. Ich bin halt kein einfacher Mensch, weil ich meine Meinung sage, weil ich das auch vertrete und auch gerne mal gegen den Strom schwimme und man mich auch zu 100% überzeugen muss und nicht nur zu 99%, damit ich meine Meinung auch ändere. Aber ich kann mich entschuldigen. Das stimmt. Ich kann zugeben, auch wenn ich es nicht gerne mache, wenn es dann eine kleine Zeit braucht, wenn jemand anders recht hat. Wenn du mal eine Nacht drüber geschlafen hast, ja. Ne? Also ich kann zugeben, wenn man das war scheiße und so und so. Ich nehme immer Meinungen von anderen an. Das mache ich ja einfach. Ja. Ich muss ja nicht deren Meinung sein. Ja. Und was bei mir halt für mich so die wichtigste Sache ist, dann höre ich auch auf, mich zu loben, aber für mich die wichtigste Sache ist, ich muss nicht mit jedem Menschen einer Meinung sein, um den zu mögen. Nee, das. Viele Menschen, weißt du, wenn du was sagst oder was machst, was denen nicht passt, dann mögen die dich nicht mehr. Ja, sind gekränkt dann, ne? Halt. Ja, aber auch wenn du jetzt siehst, hier zum Beispiel Facebook und Co. Du, sag mal, ich bin ja Schalke-Fan. Und weißt du, wie viele Dortmund-Fans dann sauer sind, wenn ich mich über Dortmund lustig mache? Ja, dann entfolge ich dich jetzt und so, weißt du? Wo ich mir denke, mein Gott, mache ich eh nur Fuki. Zum Zweiten, ja, ich bin Schalke-Fan, aber das macht mich nicht zu einem anderen Menschen. Ja. Ich habe nur in einer Sparte meines Lebens eine andere Meinung. Ja, aber da sind die ja ein bisschen extrem. Und nee, da sind die dumm. Da sind die in meinen Augen einfach nur dumm. Aber auch wenn wir beide uns fetzen oder so. Guck mal, wie oft sage ich zu dir, hör mal, wir müssen nicht einer Meinung sein. Richtig? Nein, aber ich möchte ja auch so, dass du meine, also, dass ich möchte dich ja von meiner Meinung überzeugen. Weißt ja, du? Aber irgendwo an einem gewissen Punkt merkt man ja, dass es nicht funktioniert. Ja, klar. Und dann sollte man auch, finde ich, dann wäre die Welt auch viel einfacher, wenn man dann einfach aufhört und sagt, so, jetzt ist gut, jetzt reicht's. Ja. Manchmal kann man es und manchmal kann man es nicht. Ja, ist halt einfach so, ne? Jetzt sind wir eigentlich durch, ne? Weil dann habe ich dich kennengelernt und das hatten dann wir ja schon. Dann hat sich dein Leben geändert. Dann hat sich mein Leben geändert, ja, zum Positiven. Und ich habe die Liebe meines Lebens kennengelernt, mit der ich Opa und Oma werde, weil ich kann keinen anderen Menschen außer dich lieben, das funktioniert einfach nicht und ja, nee, das ist halt meine ehrliche Einstellung. Und auch wenn viele manchmal meinen, oh, der ist aber zu der, wer ist hier der Chef? Ich natürlich. Ja, ne, und ich glaube, du weißt mich auch zu nehmen, ne? Ja, natürlich, sonst wären wir nicht so lange zusammen, oder? Genau. Also. Boah, und du siehst echt auch ein bisschen rattenscharf hier gerade aus. Boah, du bist so eine süße Maus. So, Leute, und ich danke dafür, dass, ja, ihr dem Podcast hier so fleißig folgt und so viel Spaß damit hat, weil das macht mich auch ganz schön stolz, weil das für mich auch eine ganz neue Geschichte ist und ich hoffe, ich mache euch auch weiterhin ganz viel Spaß. Der Aufreger
der Woche. Echt jetzt? Ganz ehrlich? Ich habe gelesen bei rtl.de, dass die Rente erst mit 69 kommen soll. Das hat jemand von der Bundesbank hat das vorgeschlagen. Die finden das unheimlich toll, wenn man bis 69 Jahre arbeiten geht. Also, ich frage mich, okay, wenn man sieht, wie Banken oft mit dem Geld umgehen, von Anlegern und, wie die das so in die Grütze fahren alles, dann weiß ich, was ich von denen zu halten habe. Aber dass da teilweise so wenig Gehirn vorhanden ist, jetzt mal ganz ehrlich, was sagt ihr denn dazu, wenn ihr bis 69 arbeiten müsstet? Klar, pass auf, so ein Banker, der auf seinem Sattel sitzt, der kann das natürlich machen. Auch ich bin jemand, ich kann meinen Beruf, also der Fernsehtätigkeit nachzugehen, ja auch lange ausüben. Aber was machen denn Menschen, die körperlich wirklich hart arbeiten, die in der Pflege sind, die auf dem Bau sind, Fliesenleger, die, weiß ich nicht, Kisten schleppen, hier so Paketboten, die wirklich nur im Stress sind, nur am Rennen sind. Hör mal, sollen die sich totarbeiten? Ist man nur noch dafür da, um die tollen Ideen von anderen zu finanzieren? Wofür gehe ich denn arbeiten? Eigentlich geht man doch dafür arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Wer von euch kann denn noch mit seiner Arbeit gut seinen Lebensunterhalt bestreiten? Wie viel Prozent sind das noch? Ich finde das langsam echt eine Frechheit. Also so kann es nicht weitergehen. Und dass dann immer mehr Palaver auf der Welt ist und dass immer mehr auf der Welt los ist, ich finde das ja eh momentan schon erschreckend. Ja, da bleibt mir jetzt auch nicht verborgen, warum. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, wenn das mal irgendwann so weit kommt, dann müssten wir wirklich mal sagen, so, jetzt können wir uns mal am Arsch lecken. Das Fragezeichen der Woche. Ich habe hier gerade eine Schlagzeile, alles nur leere Versprechungen, kein Ende des Kükenschredderns. Hör mal, wir reden über Lebewesen. Das sind Lebewesen. Ja, an alle Veganer da draußen, ich esse Fleisch, ich gucke, wo es herkommt und ich entschuldige mich jetzt auch nicht dafür. Es ist so, Punkt. Aber sinnlos Leben auszulöschen, hör mal, da werden, weiß ich nicht, da werden Küken geschreddert, auch wieder nur aus, meine Frau schüttelt sich gerade auch wieder nur aus finanziellen Vorteil einiger. Was ist denn los mit uns? Ey, was geht ab? Küken schreddern, ey, bitte, packt euch mal an den Schädel. Es gibt doch eine Methode, wo man, was haben die gesagt, wo man diese Eier oder die Henne schon so bestimmen kann, ne? Ja, sehen kann. Sehen kann, dass das so ist, ja. Ob das jetzt ein Dings wird, dann wird das gar nicht erst ausgebrütet, richtig? Genau, ja. Genau. Ja, und das wäre doch sinnvoller, ja, oder? Ja, das ist wahrscheinlich wieder zu teuer, ne? Ja, ja, genau, das ist dann zu teuer, da verdient man dann wieder nicht genug und da kann man sich nicht den dritten Mercedes kaufen, ja. Ja, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen assi. Fieseste Möb der Woche. Ich habe in einer Bild gelesen, dass eine Frau ein behindertes Kind im Restaurant beleidigt. Leute, echt jetzt? Hör mal, jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt mal ohne irgendeinen Quatsch. Ey, mir ist das scheißegal, ob da ein bisschen, auch wenn gesunde Kinder mal ein bisschen Rabatz machen oder so. Was sollen die denn machen? Sollen die nur am Tisch sitzen und ganz still sein? Natürlich fände ich auch doof, wenn die jetzt permanent durch den Gastraum rennen würde, vor die Stühle knallen würde. Aber ein behindertes Kind, was dann vielleicht mal ein bisschen lauter ist oder so. Ja und? Ey Leute, ehrlich? Was ist denn mit der Alten nicht richtig? Was sind das für Menschen? Die hat am Nachbartisch gesessen und hat sich dann noch lautstark da beschwert und wie schlimm das wäre.
Was hättest du gemacht, wenn das dein Kind wäre? Mal ganz ehrlich, denk mal drüber nach. Oder was hättest du gemacht, wenn du der Wirt wärst? Also ich hätte die Alte rausgeschmissen. Die hätte nichts zahlen müssen. Die hätte ich achtkantig mit einem vierfachen Flickflack zur Tür begeben und dann schön auf den Gehweg. Also das kann doch nicht wahr sein. Also ich weiß nicht, was ist mit unserer fucking Gesellschaft los? Was geht ab? Also ich habe ja so eine Theorie, wenn man mal so ins Internet schaut, so Facebook und Co. Meine Fresse, haben die Leute da einen Umgangston. Egal was gemacht wird, es wird ja unterste Schublade gepöbelt. Letztens nach der Sendung mit der Elf und Nicole 100 Tage Wir. Nicole und ich zoffen uns halt immer, aber wir sind seit 33 Jahren zusammen. Ich glaube, wir wissen schon, wie wir miteinander umgehen. Und ich glaube, meine Frau weiß auch, wie ich das meine und wie ich zu nehmen bin. Da schreibt eine Alte, du bist ein richtig dreckiges Arschloch, du Wichser. Unmöglich, wie du mit deiner Frau umgehst. Und das schreibt eine wildfremde Person, die sich über mein Benehmen beschwert und so ein Benehmen am Tag legt. Geile Nummer, ne? Kai-Uwes Schrottplatzkatze der Woche. Kai-Uwe, wo ist die Schrottplatzkatze? Wo ist die Schrottplatzkatze? Ja, du sollst nicht in das Mikro beißen. Wo ist die Schrottplatzkatze? Wo ist das? Wo hast du die Schrottplatzkatze versteckt? Okay, Kai-Uwe, die ist mit dem Radweg nach Gladbeck. So, und dann weiß der auch, wo die ist, und dann ist Ruhe. Das war Deffis Woche. Ja, Leute, nur mal so eine Info am Rande. Man kann den Podcast hier auch abonnieren. Also ich würde mich schon freuen, dann verpasst. Audio Now. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Ne? Wenn es euch gefallen hat, haut doch einfach ein Like rein. Wenn nicht, euer Problem. Ja, Abo und Glocke ist für Benachrichtigungen. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Aber nächste Video solltet ihr gucken. Ne? Das wäre schon ziemlich Porno, meine Lieben. Denn das Neue wird immer älter als das Bessere.